Wir Journalisten sind eigentlich diejenigen, die erstmal eine Verschwörungstheorie haben müssen, bevor sie herausfinden, ob es wirklich eine Verschwörung war oder nicht. Also wenn ich mir die gegenwärtige Weltlage ansehe, bin ich sehr besorgt, wenn wir an die Ukraine denken. Also ich hätte sehr viel früher angefangen zu verhandeln, und zwar schon, als die Russen da aufmarschiert sind. Ich fühle mich sozusagen den Amerikanern sehr viel näher als vielen anderen. Dennoch bin ich der Meinung, man muss sich nicht ständig als der Weltpolizist aufspielen. Aber ich glaube, die Deutschen sollten sich ein bisschen zurückhalten. Sie sollten nicht versuchen, ständig allen Leuten zu erzählen, wie sie sich zu verhalten haben. Und sollten nicht ständig wie der Oberlehrer der eigenen Bevölkerung, aber auch den anderen Staaten gegenüber auftreten. In den 60er, 70er, 80er Jahren, es gab unterschiedliche Positionen. Aber diese unterschiedlichen Positionen wurden ausdiskutiert. Geld von der Gates Foundation zu nehmen, finde ich abenteuerlich. Grüezi miteinander. Ich begrüße ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute habe ich einen äußerst prominenten Gast bei uns in der Sendung. Es ist dies der ehemalige Chefredakteur des Spiegels von 1994 bis 2008, wenn ich richtig liege. Danach Weltchefredakteur, heute Herausgeber der Welt, Stefan Aust. Herr Aust, Sie haben einen unglaublich breiten Horizont, Erfahrungen, journalistische Erlebnisse. Ganz einfach ein Grund, ich bin ziemlich alt. Meine Frage an Sie: Wir haben Krisen auf der ganzen Welt. Ein Krieg in der Ukraine tobt, Krieg in Nahost. Was für Gedanken, was für Gefühle sind aktuell in Ihnen, wenn Sie an die Weltlage denken? Also wenn ich mir die gegenwärtige Weltlage ansehe, bin ich sehr besorgt, muss ich wirklich sagen. Das hat aber vielleicht auch was damit zu tun, dass wir ja im Augenblick noch nicht wissen, wie das ausgeht. Wenn man zurückdenkt an die Geschichte, solange ich mich mit Politik beschäftige, schon im Grunde seitdem ich Schüler bin, wenn man denkt an den Bau der Mauer, wie die russischen Panzer und die amerikanischen Panzer sozusagen sich gegenüberstanden. Wenn ich an die Kuba-Krise denke, wo wir wirklich am Rande des Dritten Weltkrieges waren. Viele, viele andere Ereignisse, dann Vietnamkrieg, was auch immer gewesen ist. Dann waren das ähnlich dramatische Situationen. Manchmal vielleicht sogar dramatischer, aber im Rückblick wissen wir, dass wir es überlebt haben. Wir jedenfalls. Und dass der ganz große Krieg, der immer auf der Schwelle steht, nicht gekommen ist. Aber in der gegenwärtigen Situation weiß man natürlich auch nicht, wie das ausgeht. Wir wissen nicht, wie der Gaza-Krieg, eine außerordentlich schwierige und kaum zu lösende Situation, hat ja Bill Clinton damals sehr hart gearbeitet, um zu versuchen, so eine Zwei-Staaten-Lösung durchzuziehen. Hat ja nicht geklappt. Wenn wir an die Ukraine denken, da wissen wir nicht, ob die irgendwann mal anfangen zu verhandeln. Ich vermute, irgendwann werden sie anfangen zu verhandeln. Aber das heißt, die gegenwärtige Situation ist natürlich sozusagen individuell betrachtet immer besonders dramatisch, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht. Was besorgt Sie am meisten? Also ich finde, dass diese beiden Kriege sind das wirklich Schwierigste. Und für uns in Europa ist natürlich der Ukraine-Krieg eine außerordentlich gefährliche Angelegenheit, weil es immer sein kann, jederzeit sein kann, haben wir auch gesehen, dass es weiter eskaliert. Wenn wir den Ukrainern Waffen geben oder Panzer geben und die fahren dann plötzlich auf russisches Territorium damit, man kann jede Position sozusagen individuell einigermaßen nachvollziehen. Wenn man die Gefechtslage, die Konfliktlage insgesamt betrachtet, ist das hochgefährlich. Es ist auch für Russland nicht besonders gut, was die da machen. Also und es ist für den Westen auch nicht besonders gut. Und alle Sanktionen, die verhängt worden sind, die hätte man sich im Grunde auch sparen können. Sie nutzen in Wirklichkeit natürlich überhaupt nichts. Man darf nicht vergessen, wie groß Russland ist, wie groß die Bevölkerungszahl ist und über welche Ressourcen die verfügen. Das darf man nicht vergessen. Und wenn wir dann sagen, wir kaufen kein Öl mehr von den Russen und kaufen dann das zu Dieselöl verarbeitete russische Rohöl über Indien, dann macht das keinen großen Unterschied.
Wenn Sie, Sie haben die Waffenlieferungen angesprochen des Westens, auch Deutschland liefert, da hat man am Anfang hat man über Helme gesprochen, jetzt ist man bei Panzer, die schon Richtung russisches Gebiet oder auf russisches Gebiet rollen. Was ist da Ihre rote Linie? Wann würden Sie sagen, jetzt ist gut mit der Unterstützung? Wann ist diese rote Linie erreicht? Wann ist sie überschritten? Ich finde, die rote Linie ist schon am Anfang überschritten, als die Russen da einmarschiert sind. Nur das, glaube ich, hätte man verhindern können und man hätte es verhindern müssen. Mhm. Dass die Russen das auf die Dauer nicht hinnehmen, dass ihnen sozusagen der Westen und die NATO immer weiter auf die Pelle rückt, das kann man aus unserer Sicht für krankhaft halten. Aber man muss sich auch mal in die psychologische Ausgangslage der Gegenseite versetzen, muss sehen, wie das von da aus aussieht. Und von da sieht es natürlich anders aus. Ich meine, man darf nicht vergessen, die Ukraine war mal ein Teil des sowjetischen Reiches, nicht nur des sozusagen des Machtbereiches, sondern es gehörte tatsächlich dazu. Und es ist eine, jedenfalls in Teilen, ziemlich gespaltene Gesellschaft. Da gibt es eben Teile von in dem Land, die sich immer eher als Russen fühlten und andere fühlten sich als Ukrainer. Und ich glaube, sie wären besser beraten gewesen, wenn sie ein Staatssystem so ähnlich wie die Schweiz zugelegt hätten, wo man den einzelnen Regionen eine ziemlich große Selbstständigkeit gibt, aber trotzdem zusammenbleibt. Nun hat es in der Schweiz natürlich ein paar hundert Jahre gedauert, bis sie so weit gewesen sind. Aber was wäre für die Ukraine besser gewesen, sozusagen eine europäische Schweiz zu werden, als das, was sie jetzt im Augenblick erleben? Ich glaube, das ist nicht sehr klug, was da passiert ist, und zwar von verschiedenen Seiten her und sehr gefährlich. Jetzt gibt es ja verschiedene Lösungsansätze. Jetzt gibt es die einen, die sagen, man muss da Stärke beweisen, Abschreckung, Russen zurückdrängen mit Waffenlieferungen, mit schwerem Geschütz sozusagen. Die anderen sagen, ja, sofort verhandeln, sofort diese Gebiete irgendwie aufteilen, eine friedliche Lösung, keine weiteren Toten. Was ist Ihr Lösungsansatz für diesen Krieg in der Ukraine? Also ich hätte sehr viel früher angefangen zu verhandeln, und zwar schon, als die Russen da aufmarschiert sind. Da wusste man ja, dass die möglicherweise tatsächlich die Grenze überschreiten. Und ich glaube, das wäre spätestens da, wäre es eine Möglichkeit und auch eine Notwendigkeit gewesen, auf irgendeine Weise sich mit den Russen zu einigen. Also ich habe immer vorgeschlagen, die Saargebietslösung für die Krim, Saargebietslösung vom Versailler Vertrag. Das bedeutet, wir sind im Versailler Vertrag, bei den Verhandlungen wollten die Russen das Saargebiet haben und die übrigen Gewinner des Ersten Weltkrieges wollten ihnen das nicht geben, weil das eben weitgehend von Deutschen oder fast ausschließlich von Deutschen besiedelt ist. Und dann gab es die Saargebietslösung, 15 Jahre unter französischer Verwaltung, und dann gibt es unter Aufsicht des Völkerbundes eine Abstimmung, ob sie diesen Status beibehalten wollen, ob sie zu Frankreich wollen oder ob sie zu Deutschland wollen. Und dann haben die sich fürs Deutsche Reich entschieden. Und deswegen ist ja übrigens so eine ähnliche Abstimmung nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal gemacht worden. Das heißt, das Saargebiet ist sehr spät ein deutsches Bundesland geworden. Und ich glaube, mit der Krim hätte man eine solche, also ähnliche Situation schaffen können. Und was diese Donbass-Region anbetrifft, da habe ich immer gesagt, Südtirol-Status bleibt bei der Ukraine, kriegt bloß eine gewisse Autonomie. Aber keine der beiden Seiten war irgendwie bereit, sich darüber irgendwie in Verbindung zu setzen. Das war, glaube ich, ein großer Fehler. So, wenn man, das ist aber die Milch von gestern. Dennoch, glaube ich, wird irgendwann man sich auf eine solche Lösung einlassen. Die Situation für die Ukraine wird nicht besser. Auch wenn Sie sich mal ansehen, die Grundlagen dieses Friedensvertrages, Entwurfs, den die mal gemacht haben. In Istanbul. In Istanbul, wenn man sich das ansieht, also das haben wir in der Welt vorgelegt, gezeigt und als einzige wirklich veröffentlicht. Ich habe mich sogar erkundigt, wo wir das herhaben, weil ich immer wichtig wissen möchte, wo die Quellen für alles sind. Ich muss nicht wissen, welche Person, aber ich möchte wissen, aus welcher Schublade das stammt. Und das stimmte tatsächlich alles. Und ich glaube, wenn die Ukraine und wenn der Westen sich auf diesen Deal eingelassen hätte, wäre es besser gewesen als die Situation, die jetzt ist. Wie beurteilen Sie in diesem
weltweiten Gefüge, Machtgefüge, Konflikten auch, die Rolle der Amerikaner. Es gibt es da zwei Lager, die einen sagen, das sei quasi die Supermacht des Unfriedens, die Hegemonialmacht, imperiale Züge, und die anderen sagen, ja, das ist, sind quasi die unverzichtbaren Staaten von Amerika. Wie beurteilen Sie die USA? Wie beurteilen Sie die Strategie, weltweite globale Strategie von Washington? Also ich bin, um das mal generell zu sagen, ein großer Freund und Liebhaber geradezu Amerikas. Mein Vater ist da 15 Jahre gewesen. Ich bin in keinem Land der Welt so häufig gewesen wie in den USA. Finde dieses Grundsystem der Demokratie, ja auch praktisch die älteste noch funktionierende Demokratie, wenn man vielleicht von der Schweiz absieht, ne? Sehr gut und sehr wichtig, und ich fühle mich sozusagen den Amerikanern sehr viel näher als vielen anderen. Dennoch bin ich der Meinung, man muss sich nicht ständig als der Weltpolizist aufspielen. Vor allen Dingen dann, wenn man die Erfahrung machen musste, dass man nicht alle Konflikte, in die man eingegriffen hat, tatsächlich gelöst hat. Wenn man sich die Kriege ansieht, die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg geführt haben, die haben sie im Grunde alle verloren. Und deswegen, glaube ich, müssen die sich mit ihren Interventionen ein Stück zurückhalten. Ich glaube, sie sind sehr wichtig, auch was die generelle Sicherheit anbetrifft. Ich meine, wenn es nur Atommächte im Osten gäbe, wäre das natürlich nicht gerade optimal. Aber ich glaube, die müssen sich sehr genau überlegen, was sie machen. Und ich hab sehr häufig erlebt im Laufe der letzten Jahrzehnte, wenn es irgendeinen größeren Konflikt gab, zum Beispiel nach 9-11, als die dann in Afghanistan nicht nur einmarschiert oder eingeflogen sind, um Bin Laden zu fassen, sondern plötzlich auch einen anderen Staat daraus machen wollten, da habe ich gesagt, das muss schiefgehen. Und übrigens Helmut Schmidt, den ich, wenn ich so zurückblicke, als deutschen Kanzler nun nach wie vor wirklich geradezu bewundere, der hat mal zu der Zeit auf einer Tagung bei der Bundeswehr an der Führungsakademie gesagt, in Afghanistan hat es nur ein einziger Politiker richtig gemacht. Das war Alexander der Große, schnell rein und schnell über den Cyberpass wieder raus. Und also das konnte nicht gut gehen. Bei dem Krieg im Irak kann ich mich erinnern, das zog sich ja sehr lange hin, bis sie damit angefangen haben. Da war ich sehr häufig in Washington, und der damalige Botschafter hat mir immer so Gesprächsrunden zusammengestellt, waren viele Demokraten, Politiker, Journalisten, Wissenschaftler, was weiß ich. Und die waren alle mit auf dem Trip von George W. Bush gegen Saddam Hussein einen Krieg zu führen. Und ich habe dann immer gesagt, ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich war mal als Reporter im Krieg für die ARD Iran-Irak. In den 80er Jahren. Und da kann ich mich erinnern, da hat der Westen Saddam Hussein unterstützt gegen Iran. Und das kann ich alles nachvollziehen, schrecklicher Diktator. Aber bei einem Krieg sollte man einen Aspekt nicht ganz außer Acht lassen. Kann man ihn gewinnen oder nicht? Und den werdet ihr nicht gewinnen. Was ist in diesem Weltgefüge, was ist da aus Ihrer Sicht heute, was ist da die Rolle Deutschlands? Wie präsentiert sich Deutschland auf dieser Welt? Vielleicht, was ist auch der Auftrag der deutschen Außenpolitik aktuell? Wie würden Sie diese Rolle Deutschlands auf der Welt aktuell beschreiben? Und vielleicht auch, was ist da der Auftrag aktuell? Ach, ich glaube, die Deutschen sollten sich ein bisschen zurückhalten. Sie sollten nicht versuchen, ständig allen Leuten zu erzählen, wie sie sich zu verhalten haben. Sie sollten vielleicht mal ein bisschen genauer hingucken, was ihre eigenen Interessen sind, was auch die Interessen ihrer eigenen Bevölkerung sind, und sollten sich ein Stück mehr danach richten und sollten nicht ständig wie der Oberlehrer der eigenen Bevölkerung, aber auch den anderen Staaten gegenüber auftreten und dann mit der Gießkanne rumlaufen und andere das Geld wirklich ausschütten. Was wäre vielleicht, wenn Sie jetzt oberster Berater der Außenministerin Annalena Baerbock wären, was wäre jetzt sofort zu tun? Was wäre ein guter Beitrag für die Welt? Ich habe mich immer sehr zurückgehalten. Ich bin so eine Art Journalist, und ich habe die Situation versucht, immer so erstmal zu begreifen und dann darzustellen, wie sie ist. Wie Rudolf Augstein mal so schön gesagt hat, schreiben oder sagen, was ist.
Deswegen will ich mich mit Ratschlägen auch zurückhalten. Ich glaube, es ist wichtig, also was den Krieg in der Ukraine anbetrifft, auf jeden Fall eine Position einzunehmen, die darauf abzielt, möglichst schnell einen Waffenstillstand und irgendeine Art von Kompromiss auszuhandeln. Und jetzt hat ja Deutschland, das ist auch interessant, Deutschland hat ja eine, sagen wir mal, ja, eine spezielle Beziehung zu Russland. Auch das wird auch vielen angelastet. Gerhard Schröder total in Verruf. Was wäre aus Ihrer Sicht eine nachhaltig gute Beziehung zu Russland? Wie sollte das vielleicht auch über diesen Krieg hinaus, wie sollte ein Verhältnis Ost-West, vielleicht auch Europa, Russland, Deutschland, Russland, wie sollte das idealerweise aus Ihrer Sicht aussehen? Naja, im Augenblick verändern sich ja die Machtverhältnisse auf der Welt, und zwar in eine ganz andere Richtung. Die Frage ist nicht, ob China irgendwann die größte Wirtschaftsmacht der Welt wird, sondern wann. Das steht bevor. Deswegen, und damit müssen wir versuchen umzugehen. Und ich glaube, es macht keinen großen Sinn, Russland mit Sanktionen und in die Arme Chinas zu treiben. Ich glaube, es ist wichtig, mit den Russen auf einer vernünftigen Gesprächsebene zu bleiben, wie auch immer sie sich gerade verhalten. Ich glaube, das nutzt nichts, ständig im Konflikt zu sein. Und damit bringt man die andere Seite natürlich auch dazu, auch immer verrückter zu werden. Also ich glaube, es wäre wichtig, mal mit Verhandlungen zu beginnen. Sie haben ja ein Buch geschrieben über China, über den Staatschef Xi Jinping, wenn ich richtig informiert bin. Gemeinsam mit meinem Freund und Kollegen Adrian Geiges, der von den Fakten her und von der Geschichte Chinas her das natürlich sehr viel besser versteht als ich. Er sagt immer, wenn er es alleine geschrieben hätte, wäre es ein Buch von einem Auslandskorrespondenten für einen anderen Auslandskorrespondenten gewesen. Das heißt, ich war derjenige, der das Buch so ein bisschen, sagen wir mal, lesbarer und gemacht hat und auch einige Sachen selbst beigetragen hat, weil ich auch mich immer sehr für China interessiert habe. Ich kann aber die Sprache nicht. Wenn Sie jetzt, viele Leute, auch in Deutschland übrigens, in der Schweiz auch, haben so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, wenn Sie an China denken oder an diese Weltmacht, die da sich immer mehr versucht einzumischen, haben wir das Gefühl, ist das berechtigt aus Ihrer Sicht? Ist das überspitzt? Ist das völlig falsch? Ist dieses Unbehagen gegenüber China ein Missverständnis? Wie schätzen Sie das ein? Nein, das ist kein Missverständnis. Ich meine, das ist eine kommunistische Einparteien-Diktatur, wenn man so will, Herrschaft, die allerdings nicht mehr die Prinzipien des Kommunismus und des Sozialismus hat, sondern es ist gleichzeitig eine kapitalistische Gesellschaft. Nicht? Aber natürlich ist das hochgefährlich, das ist gar keine Frage. Aber wenn wir uns nur mit Ländern austauschen würden, wirtschaftlich und auch sonst politisch, die, sagen wir, unserer Grundidee der Demokratie entsprechen, dann wird es ziemlich einsam. Weil dann muss man anfangen, wirklich sich mit Mauern einzuschließen. Und man kann nicht erwarten, dass in allen Ländern, man kann es ja hoffen, aber man kann nicht erwarten, dass in allen Ländern also unsere Grundprinzipien von Bürgerrechten und von Freiheit und Rechtsstaat irgendwie vorhanden sind. Und das wäre schön, aber man kann sich trotzdem nicht so abschotten. Das geht gar nicht. Großes Thema in Deutschland sind ja, wenn wir gerade bei der Demokratie sind die Wahlen in Ostdeutschland, Thüringen, Sachsen, Brandenburg, die da im September ihren Landtag wählen. Mit was für Gefühlen verfolgen Sie diesen Wahlkampf? Wie ist Ihnen zumute, wenn Sie an diese Wahlen im Osten denken? Das Prinzip der Demokratie besteht darin, dass die Leute frei entscheiden können, was sie wählen. Und wenn sie 9 merkwürdigen Parteien ihre Stimme geben, dann ist das Teil der Demokratie. Führt gar kein Weg dran vorbei. Man kann ja nicht sagen, dass diejenigen, die nicht das wählen, was die Leute im Westen glauben oder was man glauben sollte, dass die dann vom Wählen ausgeschlossen werden. Denn selbst dass die Überlegung über ein Parteienverbot ist ja eine sehr problematische Überlegung. Denn dann kann man natürlich auch anfangen, weil diejenigen, die sagen wir, unbeliebsame Parteien wählen, wenn man diese Parteien verbietet, dann gibt es eben eine andere. Nicht? Dann müsste man den Wählern das Wählen verbieten. Aber ich glaube, das liegt nicht in den Grundlagen der Demokratie. Ich glaube, das wirkliche Problem im Augenblick ist, dass die etablierten Parteien die Interessen der eigenen Bürger nicht mehr genügend wahrnehmen und alle Themen
die zum Beispiel sich die AfD nimmt, die werden ihnen ja praktisch auf ein Silbertablett zugereicht. Und es gibt einfach Probleme, die unbedingt schon seit Jahren hätten angepackt werden müssen. Also die ganze Migrationsfrage, darüber habe ich seit 20 Jahren irgendwelche Artikel geschrieben oder Interviews und Filme gemacht. Das ist ein großes Problem. Der Asylparagraf, so wie er im Grundgesetz steht, ist mal für etwas anderes gedacht gewesen. Der war für Individuen, die von ihrem Staat verfolgt werden und die man dann nicht wieder ausliefert. Es war ja nicht ein Freifahrtschein für 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt nach Deutschland zu kommen und dann dort leben zu können, ohne unbedingt arbeiten zu müssen. Also ich glaube, das ist ein sehr großes Problem und das muss angepackt werden. Und das muss in Europa angepackt werden. Ja. Nun haben sich eben diese etablierten Parteien, die Sie angesprochen haben, die sträuben sich so vor dieser, die fassen diese AfD gar nicht an, die getrauen sich nicht, eine Brandmauer wird da heraufbeschworen. Was wäre aus Ihrer Sicht der vernünftige Umgang mit dieser Partei? Ich glaube, man wird mit Leuten, die im Parlament sitzen, reden müssen und auch mit ihren Wählern reden müssen. Aber der entscheidende Punkt ist, dass man ihnen, ich will nicht sagen, die Themen wegnimmt, sondern ihnen nicht ständig die Themen gibt. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn man sich die Themen ansieht, also Migration, Energie, also die Energiefrage ist eine wahnsinnig wichtige Frage, zu glauben, dass wir ein Industriestaat wie Deutschland mit Windrädern und Solaranlagen irgendwie beliefern und aufrechthalten können, ist ein großer Irrtum. Das ist einfach Quatsch. Ich glaube, die Politik muss sich der Realität mehr wieder bewusst werden und muss die Probleme tatsächlich anpacken, wie sie sind. Wissen Sie, man kann ja der Meinung sein, also dass Atomkraftwerke irgendwie gefährlich sind. Und es kann, und in der Tat sind ja die ganze Frage der Endlagerung, der Brennstäbe, ist ja alles nicht wirklich total geklärt. Aber wenn man keine Atomkraftwerke mehr will, dann zu glauben, dass man sich gleichzeitig auch noch von den fossilen Brennstoffen verabschieden kann, ist einfach ein Quatsch, ist eine große Illusion. Und in Wirklichkeit betrügen sie natürlich auch ihre Wähler. Ich meine, in Deutschland die existierenden Atomkraftwerke abzuschalten und dann den Atomstrom aus Frankreich zu kaufen, nicht? Und die Kohlekraftwerke abzuschalten und dann den Kohlestrom aus Polen und Tschechien zu kaufen, das ist einfach Quatsch. Man hat so ein bisschen das Gefühl, in Deutschland, da geht es ans Eingemachte. Wenn man die Zeitungen liest, dann wird da vom neuen Faschismus gesprochen. Spiegel, eine unglaublich große Titelgeschichte. Man hat das Gefühl, das Dritte Reich sei eigentlich unmittelbar bevor. Ist das wirklich im Zusammenhang mit dieser Ostwahl, verändert da sich etwas grundsätzlich in Deutschland? Zum Schlechten, zum Guten? Geht es ans Lebhafte in Deutschland mit dieser Wahl im Osten jetzt? Ja oder nein? Man kann natürlich jede politische Diskussion dadurch abwürgen, dass man alle Leute, die irgendeine abweichende Position haben, für rechts erklärt oder für rechtsextrem oder für Nazis erklärt. Man muss sich nur mal ein Beispiel, das kommt mir ständig irgendwie wieder in den Kopf, wie sich da die Fronten verschieben. Wir haben ein ernstes Problem, übrigens auch in der Schweiz auch, mit Wölfen. So. Sie müssen sich mal vorstellen, dieses Elbe-Weser-Dreieck, in dem ich da oben lebe, also Bremen, Hamburg, Cuxhaven, diese Ecke, zwischen den beiden Flüssen, Weser und Elbe, ist 4500 Quadratkilometer groß. Der Yellowstone-Park in Amerika ist doppelt so groß, 9000 Quadratkilometer. Und wir haben fast dreimal so viele Wölfe wie im Yellowstone-Park. Das ist doch irgendwie nicht normal. So, und diejenigen, die dafür sind, die Zahl zu reduzieren und schlichtweg Wölfe abzuschießen, wie das übrigens in Schweden, in Frankreich überall gemacht wird, das sind dann irgendwie Rechtsradikalen. Nicht? In Wirklichkeit ist es umgekehrt. Der Führer des Deutschen Reichs in die Katastrophe war ein großer Anhänger von Wölfen. Seine Freunde durften ihn Wolf nennen, seine Schwester musste den Namen Hitler ablegen und nahm dann den Namen Wolf an, wenn auch mit Doppel-F. Das Hauptquartier war die Wolfsschanze, weil der war ein Anhänger der Wölfe, weil der Wolf sozusagen der Herrenmensch unter den Tieren ist. So, heute sind die Fronten umgekehrt. Also die Linken, die Linksgrünen sind die großen Anhänger der Wölfe. Ist doch vollkommen irre. Nicht? Und so verschieben sich Rechts-Links-Positionen sehr stark, weil es gibt eine Neigung,
alles, was nicht irgendwie Mainstream ist, irgendwie für recht zu erklären. Und das hat eigentlich mit der Sache nicht das Geringste zu tun. Was wäre Ihr wünschenswertes Szenario, wie jetzt die nächsten Wochen, Monate in Deutschland ablaufen? Viele befürworten ja schon Neuwahlen. Oder? Wir sind schon so weit, die etablierten Parteien, die Ampelparteien sind drauf und dran, nicht mehr wiedergewählt zu werden ins Parlament. Was wäre da quasi aktuell, was wäre Ihr wünschenswert, Ihr Wunschszenario? Naja, die Parteien, die jetzt in der Ampel sind, die klammern sich im Grunde an einen ampelfarbenen Rettungsring und haben Angst, wenn sie den loslassen, das heißt Neuwahlen, dann ertrinken sie. Und das wird sicherlich auch der Fall sein. Ich würde mir am ehesten wünschen, wenn die etablierten Parteien ihre Aufgaben besser erfüllen und der Realität näher kommen und sich mit den realen Problemen beschäftigen. Also will sagen, Migrationsfrage mal wirklich anzupacken und nicht nur drüber zu reden, was eine europäische Aufgabe ist, aber wie man an Schweden oder vor allen Dingen an Dänemark, das sind ja regierende Sozialdemokraten, die Gesetze und die Regeln da geändert haben, dass diese etablierten Parteien zu ihrer wirklichen Verantwortung zurückkehren. Dann würden sie auch wieder gewählt. Ob die SPD das noch schafft in der nächsten Zeit, das sehe ich nicht so. Aber wenigstens die CDU und auch die FDP. Also man kann sich ja fragen, das war in Finanzfragen, würde ich sagen, ist die FDP dichter an der Realität. Aber sie haben auch Gesetze mit verabschiedet, die ich wirklich für verantwortungslos halte. Also wo nicht darüber nachgedacht worden ist, welche Konsequenzen das hat, was weiß ich, Freigabe von Cannabis in hochkomplizierten Regelungen, also vollkommen bekloppt, oder dieses Geschlechtsumwandlungsgesetz. Ich meine, jetzt gibt es jede Menge Anträge von Gefangenen in Gefängnissen, die sich als Frauen umdeklarieren wollen und dann in die Frauenhaftanstalt wollen. Was ist das alles für ein Blödsinn? Also man hat den Eindruck, dass diese Politik sich von den Interessen ihrer Bevölkerung und auch von der Realität ein ganzes Stück verabschiedet hat. Darf ich mal kurz fragen, wenn Sie sagen, oder die hat sich von der Realität, von den Interessen verabschiedet, glauben Sie, wenn es diese Bürger, die unzufrieden sind, die vielleicht aus Missmut, aus was auch immer die AfD wählen, glauben Sie, das wäre die Katastrophen, die da heraufbeschwört werden, glauben Sie, das wäre quasi der Untergang für Deutschland? Oder wäre die AfD in Deutschland, wenn die irgendwann an die reagiert, wäre das die Katastrophe, von der da berichtet und geschrieben wird? Das kann ich nicht beurteilen. Ich hoffe nicht. Aber ich kann auch im Augenblick noch nicht sehen, dass sie tatsächlich die Regierungsmacht im Bund übernehmen. In einzelnen Bundesländern könnte es sein. Aber man kann ja auch eines erkennen, dass plötzlich Sarah Wagenknecht mit ihrer Partei, die ja in verschiedenen Dingen dieselben Positionen vertritt, daran kann man, und die ist ja eigentlich keine Rechte, sondern ist ja eigentlich eine Linke. Und zwar also ziemlich links, nicht? So kommunistische Plattform, was das alles mal gewesen ist. Aber die realen Probleme, die benennt sie real. Und daran kann man eben sehen, dass die Leute eben nicht, weil sie unbedingt rechts wählen wollen, die AfD wählen, sondern weil sie mit bestimmter Art von Politik einfach wirklich es leid sind, absolut leid sind. Und dass sie deshalb andere Parteien wählen, als diejenigen, die sie bisher immer gewählt haben. Wie würden Sie eigentlich, Sie sind seit Jahren, Jahrzehnten Journalist, wie würden Sie eigentlich das Debattenklima in Deutschland beschreiben? Hat es sich dramatisch verändert? Hat es sich dramatisch zum Schlechten verändert? Ist es vielleicht sogar durch auch gewisse Themen, die die AfD aufs Tapet bringt, wurde dieser Debatten- oder Meinungskorridor, von dem da immer gesprochen wird, wurde der wieder ein bisschen weiter? Wie würden Sie das Debattenklima Stand heute in Deutschland beschreiben? Wenn ich mich recht entsinne, wir hatten ein Klima einer offeneren Diskussion in den 60er, 70er, 80er Jahren. Es gab unterschiedliche Positionen, aber diese unterschiedlichen Positionen wurden ausdiskutiert, auch zum Beispiel im Öffentlich-Rechtlichen. Also ich war ja viele Jahre bei Panorama. Das war ja die Magazinsendung, die als, sagen wir mal, eher so links galt, so nach dem Spektrum. Dann gab es dann Report München, Report Baden-Baden oder ZDF verschiedene. Das heißt, das politische Klima, was sich auch im Wahlverhalten niederschlug,
Das lag natürlich auch daran, dass die politischen Parteien die Sender ganz wesentlich im Grunde geführt haben durch ihre Aufsichtsräte. Aber dadurch gab es ein bestimmtes Spektrum im Öffentlich-Rechtlichen. Und dieses Spektrum im Öffentlich-Rechtlichen gibt es im Augenblick nicht mehr so, wie das gewesen ist. Aber früher war es natürlich auch so, wenn irgendjemand Kritik geübt hat, dann wurde gesagt, dann geh doch nach drüben, ne? Geh doch in die DDR. Mhm. Aber ich glaube, dass die Diskussionen doch ein Stück offener geführt wurden. Was ist die Ursache? Warum ist es nicht mehr so offen? Das kann ich nicht beurteilen. Es ist ja meistens so, wenn Sie eine oppositionelle Bewegung haben, also bis hin zu Staaten, in denen Revolution gemacht wird, nicht? Die machen dann eine Revolution gegen die vorhandene Diktatur. Und wenn sie dann selbst an die Macht kommen, dann schaffen sie eine andere Art von Diktatur, aber es ist auch wieder eine Diktatur. Und wenn sie mit kritischen Positionen Wahlkampf führen und dann an die Macht kommen, dann verhalten sich Parteien manchmal so, wie diejenigen, die sie gerade gestürzt haben. Und diese Art von Oberlehrermentalität, die gibt es ja nicht nur auf der linken, sondern auch auf der rechten Seite. Ich meine, wenn sich Herrn Höcke angucken, dann sehe ich in dem erstmal im Wesentlichen den Oberlehrer, der andere Leute belehren will. Und das sehe ich bei manchen Grünen ganz ähnlich. Aber man hat von außen betrachtet, hat man ein bisschen das Gefühl, in Deutschland herrscht eine Aufgeregtheit. Ich meine, wir sind schon so weit. Unlängst wurde ein Magazin von der Innenministerin höchstpersönlich verboten. Was waren Ihre Gedanken dazu? Da habe ich gedacht, das wird ihr auf die Füße fallen, denn ich glaube nicht, dass das Gericht das mitmacht. Ich muss mal sagen, ich kenne weder den Elsässer persönlich, noch habe ich dieses Magazin, ich habe das nie in der Hand gehabt. Ich kann es gar nicht beurteilen. Aber eine Zeitschrift zu verbieten, auch wenn es sozusagen über einen Umweg passiert, ist eine hochprekäre Angelegenheit. Vor allen Dingen, das wäre ja noch was anderes, wenn in dieser Zeitschrift ständig Sachen gestanden hätten, die schon mal juristisch angegriffen worden sind. Nicht? Und wo man denen, was weiß ich, verboten hätte, irgendetwas zu schreiben oder Gegendarstellungen oder sonst irgendwas durchgesetzt hätte. Aber soweit ich weiß, gab es gegen einzelne Artikel in der Zeitung im Grunde nie irgendwelche juristischen Einsätze. Und dass das nicht durchsetzbar ist vor Gericht, und das ist ja auch sehr gut, dass es immer noch die letzte Instanz der Gerichte gibt. Das war, glaube ich, ein großer Fehler von ihr. Jetzt haben wir aber eben dieses Zeitungsverbot, Kompaktverbot. Wir haben ich lese von Meldestellen, dass da wieder so ein gewisses Denunziantentum gefördert wird. Man hat Bürger, die sich nicht mehr getrauen, die Meinung zu sagen. Wird es langsam aber sicher ein bisschen ungemütlich in Deutschland? Wie nehmen Sie das wahr? Ich glaube in der Tat, da ist was Richtiges dran. Das Schlimmste, was ich finde, ist die Macht der NGOs, der Nichtregierungsorganisationen, die in Wirklichkeit inzwischen, jedenfalls in weiten Teilen, gar keine Nichtregierungsorganisationen mehr sind, sondern die leben von Staatsgeld. Und zwar von sehr vielen. Also wenn ich mir angucke, ich habe mich mal beschäftigt, also unter anderem mit der Deutschen Umwelthilfe, und haben mir mal angeguckt, welche Aufträge die alle vom Staat haben, wie viel Geld die vom Staat abzocken. Das finde ich sehr problematisch. Und wenn es dann irgendwelche neuen Organisationen gibt, die irgendwie dafür da sind, die Demokratie zu schützen, da kriege ich kalte Füße, aber absolut kalte Füße. Ich glaube, dass die Finanzierung von NGOs ein sehr, sehr großes Problem ist. Ich meine, allein, gucken Sie sich mal an, die Klimakleber. Die dann irgendwie Flughäfen lahmlegen oder Straßenverkehr lahmlegen. Die Strafen, die die bekommen, sind meistens Geldstrafen. Wird eigentlich mal überprüft, wer diese Strafen eigentlich bezahlt? Ob die das eigentlich von ihrem, was weiß ich, erarbeiteten oder ererbten oder vom Staat bezogenen Sozialhilfegeld bezahlen? Oder ob die Organisationen, die ja zum Teil von großen Stiftungen finanziert werden, dass die das in Wirklichkeit bezahlen. Ich bin da ziemlich sicher. So, und dann finde ich hochproblematisch, auch wenn publizistische Unternehmungen Geld vom Staat kriegen, also hier diese berühmte
Korrektiv, kriegt ja richtig Staatsknete. Ich finde es auch hochproblematisch, obwohl ich sonst nie irgendwas Kritisches über meinen ehemaligen Arbeitgeber in den Spiegel sage, Geld von der Gates Foundation zu nehmen, finde ich abenteuerlich für sozusagen klimagerechte Berichterstattung. Nicht? Und dazu kommt ja noch, die Gates Foundation kriegt ja nicht nur das Geld von Bill und Melinda Gates, sondern auch vom Staat. Vom Deutschen auch. Wenn wir gerade beim Spiegel sind, wie würden Sie generell die deutsche Medienlandschaft beurteilen aktuell? Was ist da besonders gut, aber was ist auch vielleicht weniger gut? Da ich immer noch bei der Welt angestellt bin, in einer wichtigen Position, kann ich natürlich nur sagen, die Welt und die Welt am Sonntag sind die Besten. Aber davon bin ich auch tatsächlich überzeugt, denn die haben ein ziemlich breites Spektrum von Positionen und von verschiedenen Sichtweisen, kritischen Sichtweisen in jede Richtung. Und da sind wir, glaube ich, von den also größeren publizistischen Unternehmen diejenigen mit der größten Bandbreite an Positionen und Analysen und Meinungen. Was haben Sie in Ihrer langjährigen Karriere als Starjournalist in Deutschland, was haben Sie da über den Menschen gelernt? Über den Menschen? Eigentlich nichts. Nein, das kann ich jetzt nicht sagen. Also ich habe mich immer mit Vorgängen beschäftigt, mit Affären beschäftigt, mit den Hintergründen und habe immer versucht herauszufinden, was hinter irgendeiner Sache steckt. Deswegen habe ich immer eine große Abneigung gegen den Dauervorwurf an Leuten, die Fragen stellen, ja, das ist ja eine Verschwörungstheorie. Wir Journalisten sind eigentlich diejenigen, die erstmal eine Verschwörungstheorie haben müssen, bevor sie rausfinden, ob es wirklich eine Verschwörung war oder nicht. Man muss sich erstmal überlegen, wie könnte es gewesen sein? Nicht? Und manchmal ist es ganz anders, als man am Anfang gedacht hat. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man als erstes mal darüber nachdenkt, ist das eigentlich so gewesen, mit den Wahlen hier oder den Wahlen da oder mit irgendeiner Firma, die plötzlich aus dem Boden sprießt und riesengroß wird, kann das eigentlich irgendwie angehen? Nicht? Müssen das wirklich die Täter gewesen sein und so? Und deswegen habe ich mich immer mit den Vorgängen an sich beschäftigt und ich kann Ihnen sagen, ich habe nicht alles aufgeklärt. Was war die interessanteste, inspirierendste Begegnung Ihres Lebens? Sie meinen mit Personen? Ja. Ach, das war nicht eine. Also es die interessanteste Phase, muss ich sagen, war für mich die Zeit bei Spiegel TV nach dem Fall der Mauer. Also erst einmal den Fall der Mauer. Ich habe ihn vorausgesehen, 2 Tage vorher und habe ein Kamerateam hingeschickt. Das ist wirklich wahr. Kann ich sogar nachweisen. Und dann brach ja die DDR sozusagen über Nacht zusammen. Auch wenn es den Staat ja noch ein halbes Jahr oder was, gutes halbes Jahr, nee, ein ganzes Jahr gegeben hat. Aber dass man da plötzlich in eine noch existierende Staatsstruktur und Geheimdienststruktur eindringen kann und mit Leuten reden kann, die daran beteiligt gewesen sind, das war mit das Interessanteste, dass man plötzlich, wenn ich irgendeine Frage hatte, wie ist das und das gewesen, dann habe ich, habe Markus Wolf angerufen, habe gesagt, habe nicht immer alles geglaubt, was er gesagt hat, nicht, aber es war möglich, mit diesen Leuten zu reden. Also und da gibt es Stasi-Offiziere, die ich damals kennengelernt habe, die kenne ich heute noch. Tja. Letzte Frage. Sie haben eingangs gesagt, die Welt war schon oftmals am Abgrund, am Rande des Dritten Weltkriegs, Kuba-Krise, Vietnamkrieg, jetzt wieder. Warum hat sich die Menschheit trotz all diesen Krisen und Kriegen noch nicht selbst abgeschafft? Warum kommt es am Ende immer wieder gut? Ja, es wird am Ende nicht gut kommen, sondern es gibt immer wieder Phasen, in denen irgendwelche Konflikte auftreten und die dann auf irgendeine Weise gelöst werden, beerdigt werden, manchmal also wirklich buchstäblich beerdigt werden und dann gibt es neue. Es ist natürlich ein großes Problem, dass die Zahl der Menschen auf diesem Planeten auch immer größer wird. Also die ist nicht so groß, wie man das mal vorausgerechnet hat, aber sie ist wirklich sehr groß und deswegen müssen wir uns überlegen, wie wir mit dieser großen Zahl von Menschen umgehen.
beziehungsweise wie wir uns darauf einstellen, dass es so ist. Da wird man gar nicht drum herum kommen, zum Beispiel die europäischen Außengrenzen ganz anders zu sichern, als es heute der Fall ist. Es geht gar nicht, weil ich meine, das würde jeder von uns auch tun, wenn er irgendwo in Afrika oder in Asien lebt und ist am Existenzminimum, weil es wirklich schwierig ist, das Leben, dass er dann irgendwo hingehen kann, wo man Bürgergeld kriegt, finde ich nachvollziehbar. Bloß das wird auf die Dauer nicht gehen. Wir können nicht die Grenzen offen haben für 8 Milliarden Menschen. Das geht nicht. Das ist ein Irrtum. Und was freut Sie derzeit? Was hält Sie? Warum sind Sie optimistisch, dass es am Ende trotzdem eben gut kommt und nicht schlecht? Weil in den letzten Jahren, solange ich auf diesem Planeten bin und rumlaufen kann, haben sich die Konflikte doch immer auf irgendeine Weise dann gelöst. Ich meine, denken Sie mal an diese Afghanistan-Geschichte. Ich meine, ich habe von Anfang an immer gesagt, das ist völliger Quatsch zu glauben, dass man daraus jetzt irgendwie eine westliche Demokratie machen kann mit allem drum und dran. So, das habe ich sogar mal in einem Film, Die Falle Afghanistan, 10 Jahre nach Beginn, gesagt. Und das ist dann 10 Jahre später genauso gekommen, wie vorauszusehen war. Also das Verrückte ist eben, die meisten Dinge, die man sozusagen voraussieht, haben was damit zu tun, dass man 2 und 2 zusammenzählen kann. Herr Raus, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.